Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Dresden 1. Mein Name ist Wolfgang Donsbach. Dies ist die Sendung In Medias Res. Bei In Medias Res gehen wir Dresdner Themen auf den Grund und diskutieren sie mit Menschen, die zu diesem Thema besonders viel zu sagen haben. Ich glaube, es gibt kaum ein Thema, das eine größere Bedeutung in Dresden hat als der 13. Februar. Die Bombardierung der Stadt kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, als ungefähr 25.000 Menschen den Tod fanden. Und seit den 90er Jahren gibt es nicht nur ein stilles Gedenken der Bürger der Stadt, sondern es gibt auch Proteste, es gibt Demonstrationen, es gibt gewalttätige Ausschreitungen. Das hat damit zu tun, dass rechte Gruppen versuchen, den Tag zu instrumentalisieren und revanchistische Botschaften unter die Bevölkerung bringen wollen. Das hat dazu geführt wiederum, dass andere dagegen demonstrieren. Im letzten Jahr, 2011 und 2010, hat das zu sehr gewalttätigen Exzessen geführt und über die Frage, was die Ursachen sind und wie man den Tag vielleicht wieder besser gestalten kann, wollen wir heute sprechen mit Robert Koall. Robert Koall ist Chefdramaturg hier am Staatsschauspiel Dresden, in dessen Räumen wir auch sind. Und gegenüber von uns sitzt der Zwinger und ab und zu fährt auch eine Straßenbahn dabei. Das gehört eben zu Dresden. Lassen Sie sich davon nicht irritieren, liebe Zuschauer. Herr Koall, Sie sind Chefdramaturg. Nicht jeder weiß vielleicht, was das ist. Was macht eigentlich ein Chefdramaturg, Herr Koall? Ja, das ist die meistgestellte Frage meines Berufslebens. Also Chefdramaturg ist mein Posten, Dramaturg ist mein Beruf. Das ist eigentlich schnell gesagt. Dramaturgen am Theater sind nie alleine, wir sind eine Gruppe von Dramaturginnen und Dramaturgen. Gemeinsam mit dem Intendanten sind wir Impulsgeber, Initiatoren, Begleiter, Organisatoren von künstlerischen Prozessen. Also das Verlagswesen hat die Lektoren, was seine Künstler, die ihre Künstler beraten. Das Ausstellungswesen, Museumswesen hat die Kuratoren, das Theater hat die Dramaturgen. Sie sind Kölner, haben in Berlin studiert und waren dann in Hamburg, haben Sie mit Christoph Schlingensief zusammengearbeitet. Sie waren in Zürich, in Hannover, von wo Sie aus nach Dresden gekommen. Sie haben also die Welt oder zumindest wesentliche Teile davon kennengelernt. Wie fühlt sich denn Dresden an? Sie sind jetzt seit 2008 hier. Was ist Ihre Erfahrung in Dresden im Vergleich zu den anderen Städten? Seit 2009 bin ich hier, seit dem Beginn der Intendanz von Wilfried Schulz. Ja, wenn Sie eine halbe Stunde Zeit haben, dann lege ich Ihnen das auseinander. Eine spontane Antwort. Also für mich privat fühlt sich das hier sehr, sehr gut an, weil meine Familie Wurzeln in Sachsen hat und weil ich in Dresden Vater einer Tochter geworden bin. Und insofern gibt es eine Bindung an diese Stadt, die stärker ist als die Städte, die ich zuvor so als Transitstation gearbeitet habe. Ansonsten ist Dresden schon eine der besondereren Städte, in denen ich gewesen bin, was zu tun hat mit dem sehr hohen Selbstbewusstsein der Bevölkerung, die hier herrscht, mit dem hohen patriotischen, lokal stolzen Anteil, den es hier hat. Darüber müssen Sie mir nichts sagen. Ich bin Kölner, ich bin mit großem Lokalstolz groß geworden und habe ihn auch immer noch. Hier auf einen Sächsischen zu treffen, ist interessant und wir kommen ja später noch drauf, da gibt es ja so verschiedene Auswirkungen, die der auch hat. Herr Rosenlöcher, entschuldigen Sie, ich in das Wort falle, aber Herr Rosenlöcher hat mal was Tolles darüber gesagt, fand ich, gesagt, dass Patriotismus und Lokalstolz auch ganz schnell nur lokaler Dünkel sein könne. Das kommt mir manchmal auch so vor hier. Ist sicherlich richtig. Sie haben sich aber hier eingebracht als Bürger. Das hat man zum Beispiel daran gemerkt, dass Sie im vergangenen Jahr einen Artikel geschrieben haben in einer der Dresdner Zeitungen, wo Sie Ihre Irritationen über den Umgang mit dem 13. Februar zum Ausdruck gebracht haben. Sie haben unter anderem geschrieben, dass der Stadt eine politische Haltung fehlt. Was haben Sie damit gemeint? Na, ich habe versucht zu differenzieren, dass meiner Meinung nach viel zu viel darauf Wert gelegt wurde von Seiten der Stadt oder von Seiten der Offiziellen, als es um die Auseinandersetzung im Februar ging. Zu viel Wert darauf gelegt wurde, zu sagen, wir bewegen uns auf dem Boden der demokratischen Grundordnung, der Rechtsordnung, wir dürfen die Gesetze nicht brechen, wir sind gebunden an die Urteile der Gerichte. Und ich mir unterfordert vorkam, weil ich gesagt habe, Kinder, das weiß ich doch, das ist doch ein demokratischer Grundkonsens, dass wir uns innerhalb des bestehenden Rechtesystems bewegen müssen. Aber trotzdem haben wir Möglichkeiten, innerhalb dieses Systems eine Haltung zu zeigen, einen Rückgrat zu zeigen und zu sagen, wir sind gezwungen, bestimmte Dinge zu tun, aber wir haben Bauchschmerzen und wir haben Zahnschmerzen und wir haben Kopfschmerzen.
Und wir müssen versuchen... Sie waren ratlos. Ich war ratlos. Ich bin ein ratloser Bürger, also nicht ein Wutbürger, aber ein ratloser Bürger. Nein, ein Wutbürger ist ja was, was man... Das ist verniedlichend. War es auch ein bisschen Wut dabei? Also war es Frustration? Ja, natürlich, natürlich. Man ärgert sich, natürlich. Das habe ich auch in dem Artikel geschrieben. Wenn man am 19... Nee, das war... Doch, es war der 19. Februar in dem vergangenen Jahr. Wenn man keine Möglichkeit hat, in der Stadt seinen Protest Ausdruck zu verleihen, ohne sich am Rande der Legalität zu bewegen, also sprich zu Sitzblockaden zu gehen, und das Gefühl hat, es gibt von Seiten der Politik keinerlei Rückendeckung und keinerlei Rückenwind, dann ist das frustrierend, natürlich. Ich habe auf der Kreuzung Franklinstraße eine ältere Dame getroffen. Ich war auf dem Weg zu einer Sitzblockade. Ich habe eine ältere Dame getroffen, die extra aus Berlin angereist war, weil sie protestieren wollte gegen Nazis. Und die kam und sagte, entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wo ist denn die Demonstration? Und ich habe gesagt, es gibt keine Demonstration. Es gibt im Moment nur frei flottierende Menschen und sie können sich dort hinsetzen. Es ist natürlich sehr kalt. Aber sonst, die konnte es nicht fassen. Und ich habe mich geschämt, dass ich ihr das so sagen musste. Und natürlich ist da eine Wut bei oder eine Frustration. Ja. Nun haben Sie ja in Ihrem Artikel damals auch schon diesen Widerspruch angesprochen. Sie haben gesagt, natürlich sollte man sich rechtskonform verhalten. Auf der anderen Seite sollte man etwas Machtvolles tun, um deutlich zu machen, dass man das nicht will, was da passiert. Wie sollen denn die Behörden, wie sollen auch die Gerichte, die Polizei das unter einen Hut bekommen? Es gibt ja Demonstrationsfreiheit, solange eine Gruppe, was immer, eine politische Gruppe nicht verboten ist. Wie hätten Sie denn entschieden, wenn Sie Richter gewesen wären oder Polizeipräsident? Hätten Sie das Demonstrationsrecht, die Demonstrationsfreiheit dann versucht, nicht zu schützen? Die Demonstrationsfreiheit der Rechten, meinen Sie jetzt? Ja. Ich finde, das ist nicht die Frage, weil meine Kritik nicht diejenige ist, ihr habt falsch entschieden oder sowas. Da bin ich auch juristisch nicht bewandert genug. Auf das Gebiet möchte ich mich gar nicht bewegen. Mein Vorwurf ist nicht, ihr habt falsch entschieden in den Gerichten. Und ich finde auch die Demonstrationsfreiheit, die Meinungsfreiheit weiterhin etwas Schützenswertes. Mir geht es darum, was ist der Reflex darauf? Und wenn der Reflex darauf ist, zu sagen, wir müssen das aushalten, dass die Rechten marschieren, wenn der Reflex darauf ist, einfach nur zu sagen, und deswegen tun wir nichts, weil wir das aushalten müssen, dann wird mir schlecht. Fanden Sie denn, dass nichts getan wurde? Es gab ja im vergangenen Jahr und auch im Jahr davor die Menschenkette. Ja. Das reicht Ihnen nicht als Signal aus? Die Menschenkette ist kein Zeichen gegen Nazis. Und sie ist auch in dem zweiten Jahr ihrer Existenz nicht mehr als solche bezeichnet worden. Im ersten Jahr ihrer Existenz, ich weiß den Slogan nicht mehr auswendig, aber da gab es einen Slogan, Gedenken, Toleranz und gegen Rechtsextremismus, irgendwie sowas formuliert. Im zweiten Jahr fehlte das schon. Und die Menschenkette, ich finde die Menschenkette ein tolles Symbol, ein starkes Symbol, auch übrigens ein medial starkes Symbol, was nach außen abstrahlt. Das ist ja nicht zu unterschätzen, was für einen schlechten Ruf Dresden immer wieder genießt in der Welt da draußen. So, aber die Menschenkette ist für mich keine Form des Widerstandes oder des Protests gegen rechts, sondern es ist ein sehr würdiger, finde ich, schöner Umgang mit, schöner, blödes Wort in dem Zusammenhang, aber Umgang mit diesem Tag, mit dem 13. Aber dann gibt es ja eben dummerweise auch immer noch den Samstag danach. Und da reicht mir eine Menschen, also auch eine zweite Menschenkette würde mir nicht reichen. Und ich finde, das war Ihre Frage, ich finde, es ist nichts getan worden. Es ist nichts getan worden von der Stadt zu sagen, wir finden einen Konsens der Demokraten, wir setzen uns zusammen und sagen, so sehr wir politisch vielleicht unterschiedlicher Auffassung sind über die bestimmten Dinge, gibt es einen Minimalkonsens und der ist keine Nazis in dieser Stadt. Und das ist nicht geschehen in den letzten zwei Jahren, jedenfalls nicht so, dass ich das wahrgenommen habe. Für Sie wäre dann eine erfolgreiche, eine akzeptable Aktion, wenn die Nazis gar nicht mehr in die Stadt kommen könnten. Ist das sozusagen das Maximalziel? Oder könnten Sie sich vorstellen, dass man der Demonstrationsfreiheit, die Sie ja akzeptieren, Genüge tut und auf der anderen Seite ein vielleicht stärkeres Zeichen setzt dagegen, als es die Menschenkette bisher war? Also wo kann der Kompromiss da liegen? Sie sagen ja, die Demonstrationsfreiheit existiert und sie ist wichtig. Ja. Also die können wir nicht einschränken. Ja. Naja, das ist meine Hoffnung, dass das passiert. Also das ist meine Hoffnung für den diesjährigen 18. Februar. Es war ja eine der zentralen Forderungen im letzten Jahr von vielen, vielen Menschen, die gesagt haben, wir brauchen irgendein Ereignis am 18. Februar, was Menschen den Protest ermöglicht oder ihre Verlautbarung ermöglicht, die nicht auf einer Kreuzung sitzen wollen, sitzen können oder das Gefühl haben, sie möchten sich an diesem Rand der Legalität nicht bewegen. Und da darf man Frank Richter, kann man gar nicht genug danken dafür, dass er auf Anregung der Oberbürgermeisterin den runden Tisch moderiert hat, die Arbeitsgruppe 13. Februar moderiert hat. Und dass wir, ich bin im Theater, klopf dreimal auf Holz, dass wir am 18. Februar eine machtvolle Demonstration erleben der bürgerlichen Mitte. Sie haben es jetzt angesprochen, es gab ja verschiedene Initiativen. Man hat gesagt dann 2011, im vergangenen Jahr, im Februar, so kann es nicht weitergehen. Die Bürger akzeptieren das nicht mehr. Und die Bereitschaft
Widerstand zu leisten gegen die Nazis, ist ja auch zurückgegangen, weil einfach die bürgerkriegsähnlichen Zustände so schlimm waren in der Stadt. Und es gab dann einerseits die Initiative vom Innenministerium mit diesem Symposium am 20. Mai und es gab die Aktion, die Frank Richter geleitet hat, an der Sie, glaube ich, auch beteiligt waren. Nein, war ich nicht beteiligt. Sie haben sicherlich durch das, was Sie zu der Sache gesagt haben, haben Sie einen wesentlichen Input gegeben. Ist das, was jetzt herausgekommen ist, eine machtvolle Demonstration, die zentral ist in der Stadt, ist das etwas, womit Sie leben können oder ist Ihnen das noch nicht genug? Ach Gott, damit kann ich leben, ja, natürlich kann ich damit leben und ich hoffe, dass es eine erfolgreiche, gut besuchte, friedliche Veranstaltung wird. Aber nein, ich kann natürlich nicht sagen, dass mir das reicht. Also solange wir in der Stadt gegen Nazis demonstrieren müssen, wie kann mir das reichen? Reichen tut es mir, wenn der braune Spuk vorbei ist und wenn niemand mehr in diese Stadt kommt. Aber ich finde schon, gemessen an dem, was ich in den letzten 2,5 Jahren, seit ich in dieser Stadt leben darf, hier erlebt habe, finde ich das schon ein großes Etappenziel, dass es diesen, ich sag's nochmal, Konsens der Demokraten gibt und dass man sich darauf einigen konnte und dass da so unterschiedliche Leute jetzt an einem Strang ziehen, bis dahin, was ich wirklich fantastisch finde, dass es auch Absprachen zwischen der AG 13. Februar und Dresden Nazifrei gibt. Also auch, dass auch da ein gewisser Konsens erzielt wurde im Sinne von, wir sind uns in den Mitteln nicht einig, aber im Ziel verfolgen wir dasselbe. Nochmal an den Anfang zurück, warum das überhaupt hier passiert. Hat das etwas mit Dresden, mit der Identität Dresdens zu tun, dass die Nazis ausgerechnet in diese Stadt kommen am 13. Februar? Wenn ich es wüsste. Es ist ja, also gestern wieder mit Herrn Klaus-Dieter Kürst, langjährigem Regisseur hier im Haus, lange zusammengesessen in der Kantine über diese Frage gerätselt. Und es gibt, fragen Sie 10 Leute und Sie kriegen 10 Antworten. Ich bin Kölner. In Köln sind weit über 40.000 Menschen während des Bombardements umgekommen, aber nicht in so kurzer Zeit und nicht so kurz vor Kriegsende. Macht es das weniger schlimm? Sagen Sie mir die Antwort, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, solange wir darüber nachdenken, über Nuancen von Grausamkeit und über Nuancen von Dunkelheit und solange wir moralisch das Ganze bewerten, werden wir nicht weiterkommen. Wir werden erst weiterkommen, wenn wir sagen, wir einigen uns darauf, dass es eine Weltkatastrophe war, die passiert ist, die über diese Stadt reingebrochen ist und dass wir alles dafür tun, dass es nie wieder passiert. Ende. Ich kann einfach das eine nicht gegen das andere abwägen. Es kann niemand. Ein letzter Satz vielleicht noch, Staatsschauspiel. Ja. Machen Sie was zu dem Thema? Ja, wir machen viel. Das ist, also wir haben dieses Jahr die Reihe der Dresdner Reden umgewidmet in Reden über Extremismus und Gefährdung der Demokratie. Wir haben in unserem Spielplan diverse Stoffe, die sich damit auseinandersetzen. Wir haben ein Symposium abgehalten, wir haben eine weitere Veranstaltung mit dem Zeitforum. Also wir versuchen, das Unsere zu tun. Zudem gibt es einen Beschluss dieses Jahr aller Dresdner Theatermuseen und Konzerthallen, dass wir Transparente raushängen. Also wir versuchen, das Unsere dazu beizutragen. Vielen Dank. Können wir hoffen, dass am 13. Februar, am 18. Februar ein machtvolles Signal gesetzt wird, dass es nicht wieder zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt. Meine Damen und Herren, auch an Sie vielleicht die Aufforderung, die Angebote wahrzunehmen, die es gibt, um gegen den rechten Spuk hier in der Stadt vorzugehen. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört und zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal bei Medias Res hier auf Dresden 1. Auf Wiedersehen.